Insanity, meine Besten. Hier ist für euch Marc und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge Wario Land, Super Mario Land 3. In der letzten Folge haben wir Konseni, den großen, bösen, münzsüchtigen, münzliebhabenden Geist der Parsley Woods besiegt und sind nun hier beim Syrup Castle angelangt, diesem sinistren Ort, der, ganz ehrlich, der sieht schon... Ja, der sieht wirklich böse aus. Ich meine, zwischendurch dieses Blitzen da im Hintergrund, genau das hier meine ich. Und dieses, ich weiß nicht genau, weshalb die Spitze des Turms so komisch wabert. Das soll ja wohl irgendwie eine Luftspiegelung sein oder so. Weiß nicht, ob es da oben besonders heiß ist oder auch nicht. Aber ja, so mit diesen ja, letzten Ausläufern des der Parsley Woods hier, mit diesen fies grinsenden Bäumen und so. Und ja, dann dieses Tor hier unten am Kopf der Treppe, das ja auch ziemlich bösartig aussieht. Das hat hier schon wirklich was sehr Finales und sehr Dunkles. Und ja, einfach schön atmosphärisch. Genauso auch die Musik, sehr passend dazu. Und ja, hinter uns jetzt also nur noch der Ozean und so ein bisschen dunkler Himmel natürlich auch. Und ja, ich würde sagen, ohne weitere Vorreden, meine Besten, beginnen wir mit unserem Ansturm auf die letzte Bastion unserer... Ja, nicht wirklich Feinde. Ja. Ja, der Zuckerrohrpiraten. Sagen wir es einfach so, weil... Ja, und um direkt mal rausgeworfen zu werden, wieder unser Hauptthema, ja, unsere Haupt-Level-One-Musik hier. Und ich weiß nicht, das nimmt dem Ganzen natürlich jetzt so ein bisschen das Finale. Aber glaubt mir, trotz allem werden wir noch genug andere Musik haben, wenn wir erstmal im Schloss selber sind. Und ja, ihr seht also an sich hier so ein bisschen repetitiv das Ganze, was die Herausforderungen und das Leveldesign angeht, ist jetzt halt ja, ne, und nochmal so eine Kugel und jetzt kommt nochmal so eine Kugel und so weiter, aber die Stelle haben wir jetzt hinter uns gebracht und ja, es wird jetzt einfach so ein bisschen kombiniert, was es bisher so alles an verschiedenen Gefahren gab. Wie ihr seht, jetzt holen sie nochmal die, ja, fahren sie nochmal die schweren Geschütze auf, genauso auch da. So, das ist alles kein Problem. Da kommen wir gut drum rum und ich überlege gerade, um Gottes Willen. Jo, sehr gut. Hätte ich da oben bleiben wollen? Nein, ich glaube nicht. Hat also gar keinen Sinn gehabt, dass ich jetzt eben darauf gesprungen bin. Und das hier hat mich immer gestört. Es sieht so aus, als könnte man da irgendwie rauf, als wäre da ein versteckter Block, aber da ist keiner. Und ich weiß nicht genau, warum sie da dann keine Münze hingetan haben. Dankeschön. Weil irgendwie, ja, finde ich, müsste da eigentlich was liegen. Ne, den Drachenhelm möchte ich eigentlich gerade nicht. Ich möchte doch weiterhin ganz gerne die Gegner hier richtig mit Münzen, die ich dann bekomme, besiegen können. Ja, wie gesagt, hat mich immer gestört, diese eine Stelle. Ich weiß nicht, ob das was mit der Hintergrundgrafik zu tun hat, ob das dann schwierig wurde, das da zu platzieren oder so. Oder ob sie unbedingt wollten, dass man direkt sieht, da hinten ist ein Baum. Übrigens auch sehr schön, dass hier, wo die Bäume sind, dass da die Baumkronen, die Blätterkronen, dass die so ein bisschen in den Vordergrund dann wieder reichen. Und hier müssten wir, glaube ich, eigentlich runterspringen. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Ist ein gefährlicher Sprung, so ein bisschen aufpassen sollte man da. Und dann ist es kein Problem. Aber ja, sieht natürlich auch wieder sehr bösartig aus. War aber gar nicht nötig, wie ich jetzt gerade gemerkt habe. Ich dachte, das wäre ein Sprung, den muss man auf jeden Fall machen. Ich dachte, da wäre irgendwie so ein bisschen mehr als das, was da war. So, da oben geht es weiter, aber wir sehen schon, hier geht es auch entlang. Unser, ja, dieser Boden hier ist da so unser Hinweis darauf, dass es hier weitergeht. Und natürlich auch der Schlüssel, den wir passend dazu finden. Und hier finden wir, ja, wirklich ganz nett versteckt, noch eine weitere Schatztruhe. Einen Wal! Hurra! Warum auch immer. Das ist eigentlich so ein Kitsch, den würden sich irgendwelche Großeltern in eine Bude stellen und, ja, gut. Ja, aber wir sind, wie ihr seht, kurz davor, unseren allerletzten Schatz zu holen. Und, ja, sieht doch einfach schön aus, das ganze Ding. Und jetzt merken wir schon, jetzt kommen wir so langsam, ja, wirklich hinein in das Schloss. Und mal wieder so eine schöne Transition, dass also der letzte Raum nochmal so ein bisschen, ja, das neue Level-Thema zeigt, wollte ich sagen. Mensch. Mensch, also ganz ehrlich, dass die Welt, die ist schon gefährlich. Ja, also sie nimmt uns schon die ganzen wundervollen Münzen, die wir uns verdient haben und so weiter. Wirklich nicht allzu nett. Und ja, beginnen wir mit Kurs Nummer 38. Und
Ja, das hier ist so ein Kurs hier. Fangen wir direkt mal mit so ein bisschen Schaltergedönse an. Wir sehen also, da war der Weg und zack, jetzt können wir den Weg auch tatsächlich nutzen. Einziges Problem natürlich, jetzt können wir da die Belohnungen freischalten. Müssen dafür aber dann nochmal den Schalter betätigen. Finde ich so ein bisschen nervig. Weil, ja, keine Ahnung, hätte man vielleicht einfach ein bisschen besser designen können. Aber ja, kurz nochmal zu dem Design, das wir eben hatten, dieser letzte Raum eben, der uns ja so ein bisschen, ja, schon mal so die Sprites und so gezeigt hat, die hier eingesetzt werden. Cool war dabei auch, wir haben da auch diese Vogelstatuen, diese Vogelbüsten gesehen, die also Feuerbälle gespuckt haben. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole kleine Methode gewesen, um uns auf, ja, eine neue Gefahr innerhalb der Level, ein neues Hindernis aufmerksam zu machen und uns schon mal zu zeigen, was da so abgeht und auch ohne uns wirklich großartig in Gefahr zu bringen. Da war zwar der Maulwurf, aber den konnten wir eigentlich noch relativ ignorieren und wir hätten den ersten Schuss auf jeden Fall gesehen, bevor wir mit dem wirklich in Kontakt gekommen wären. So, meiner Ansicht nach ist hier der Schwierpott unerlässlich, einfach weil es sonst ewig dauert, sich durch diese ganzen Blöcke zu hacken. Gut, dass man vorher einen bekommt, das ist wirklich sehr, 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 sehr freundlich von den dieses Spiel entwickelnden Menschen gewesen. Und, ja. Ja, ich mag das Design von Cyril Castle eigentlich ziemlich gerne. Also diese ganzen Totenköpfe, weiß nicht, ob die jetzt, ja, ob das dadurch wirklich so bösartig aussieht. Aber es sieht alles sehr metallisch aus, finde ich. Und, ja, diese ganzen Gitter und so weiter und, ja, auch alles sehr, sehr leuchtend dann gleichzeitig wieder. Also in diesen etwas düstereren Bereichen, finde ich, da sieht das dann so ein, ja, sehr sinister aus durch dieses ganze Glänzende. Und hier in diesen helleren Bereichen hat das dann auch wieder was ziemlich Edles. Und da kann man sich vorstellen, okay, gut, die leben hier auch wirklich. Also so ein bisschen zumindest. Ich meine, die haben jetzt nicht allzu viel Einrichtung. Das war richtig dumm von mir. Die haben jetzt nicht allzu viel Einrichtung, aber trotz allem kann man sich so halbwegs zumindest vorstellen, dass die hier auch leben. So, ich hoffe, da ist, ah, da ist der Jetpot sehr gut. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Kommen hier aber ganz, oh, ganz gut hoch. Und diese Vögel hasse ich wie die Pest. Okay, mal schauen. Wie kommen wir hier lang? Ich bin immer so ein bisschen verwirrt. Okay, hier war nur der Dingeling. Der Mittelpunkt. Und, ah, okay, die Vögel sind auch direkt weg. Und oh mein Gott, hier packen sie ihre Gefangenen hin und fesseln sie. Das ist nicht allzu schlimm. Können wir den benutzen? Das frage ich. Ja, wir können ihn benutzen. Und zwar mit der Hilfe von Viechern wie dir, wenn ich mich nicht irre. Jo, sehr gut. Weil so ein bisschen Gold möchte ich ja ganz gerne doch noch verdienen. Also wir hatten wirklich, muss ich sagen, in diesem Playthrough nicht das beste Glück. Wir hatten eher relativ viel Pech, muss man sogar sagen. Also das wäre teilweise besser gegangen. Ich hatte schon bessere Durchgänge, wo ich dann einfach auch mal gesagt habe, nee, ich spiele jetzt nicht. Oder ja, dann hatte ich halt auch mal etwas mehr Glück. Und wo ich gerade von Glück rede, finden wir einen Stern. Das ist sehr, sehr schön. Und, kriegen direkt noch ein extra Leben. Nicht, dass wir sie brauchen würden. Ich meine, wir haben 64 Leben und, auch wenn die Level jetzt nicht übermäßig einfach sind, verdammt, da hätte ich einfach schneller sein müssen. Sie sind auch nicht so übermäßig schwer, dass ich jetzt irgendwo noch 64 Leben verpulvern würde. Also, da gehe ich ganz, ganz stark mal nicht von aus, dass ich das noch schaffen werde. Ja, ansonsten Gegner aufkommen ist ganz in Ordnung hier. Aktuell, es wird halt so ein bisschen was an starken Gegnern aufgefahren und ein bisschen was an den schwachen Gegnern. Wir hatten ja auch am Anfang jetzt so einen ganz normalen kleinen Goom, der also nicht mal bewaffnet ist. Weiß nicht, warum der jetzt überhaupt noch hier vorkommt. Einfach, glaube ich, damit er mal wieder vorhanden sein darf. Damit er noch einen Moment des Ruhms haben darf. Ja, und diese Kletterpartien hier, die sind so halbwegs gefährlich. Man muss also immer einfach von dem einen Ding runterklettern und dann ganz schnell wieder nach oben drücken und dann geht es eigentlich. Dann ist das kein allzu großes Problem. Oh, ich habe ganz vergessen, verdammt, das ist jetzt doof. Das war jetzt gerade gar nicht geplant. Ich glaube, ich gehe nochmal aus dem Raum raus. Dann müsste der Gegner eigentlich resetten. Tut er nicht. Ist leider auch nicht weg. Das ist gerade ganz, ganz doof. Ah, aha, ja, man kann den ja lustig, wie man so ist, die Dinger weglitschen. So, und hier finden wir wieder so einen wundervollen, riesigen Schalter zum Levelende. Und ich würde sagen, den drücken wir.
die Gier in mir ist einfach zu stark und hat mich letzten Endes mal wieder davon abgebracht, über 400 Münzen zu bekommen. Aber hey, immerhin haben wir so ein bisschen was bekommen. Das ist auch nicht verkehrt. Und ja, ich finde es einfach ziemlich cool, dass wir jetzt angefangen haben, das komplette Ding hier auseinanderzunehmen. Und ja, dass wir dadurch also jetzt das nächste Level geöffnet haben, dass wir einfach ja, das Ding in die Luft jagen. Und ich würde sagen, dieses Level tun wir uns doch auch noch an. Und wir sehen also, wir sind jetzt hier im Außenbereich des Ganzen. Ich finde es auch sehr schön, dass hier also auch reflektiert wird. Ja, wir haben das Ding gerade ziemlich zerstört eigentlich. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher gerade, ob ich den Stierpot überhaupt haben will. Ich glaube nicht, weil das hier ist ein Level, das hat ziemlich viel mit bodenlosen Gruben zu tun. Hier gibt es relativ viel Möglichkeiten, also einfach so runterzufallen. Gut, da komme ich jetzt leider so nicht dran an die Blöcke, ist aber auch egal. Also die ein, zwei Münzen, die schenke ich mir da mal. Und ja gut, das Leveldesign an der Stelle hier ist jetzt halt relativ linear. Ich bin... Okay, ich möchte doch den Stierpot. Jetzt bin ich gierig. Jetzt will ich daran. Also, wenn ich so ein paar Münzen nicht gekriegt hätte, das wäre mir egal gewesen, aber... Nee, das ist einfach zu viel. Und da gibt es ja auch noch andere Belohnungen. Wahrscheinlich Herzen, die ich nicht brauche, weil ich 64 Leben habe. 64. Und... Ja... Davon abgesehen, viele lustige kleine Totenköpfe an dieser Stelle. Und ja. Ja, also so ein Level gäbe es in späteren Variolenz dann wieder weniger, wo es... Ja, also dieser Fokus ist jetzt gerade halt sehr, sehr stark eigentlich auf der Bekämpfung von Gegnern. Es ist jetzt gerade relativ linear, soll dadurch natürlich auch eine gewisse Finalität haben, ausdrücken... darstellen, dass wir also hier einfach einen Haufen von Gegnern bekommen und so weiter. Das ist hier immerhin die letzte Bastion unseres Gegners. Aber, genau, hier muss man so ein bisschen warten. Ich glaube, den besiege ich jetzt einfach mal. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gemacht, einen Gegner so mit der Schlampattacke besiegt. Das behalte ich da. Das möchte ich, glaube ich, gerne da behalten. Bin mir nicht ganz sicher. Weil ich glaube, irgendwann haben wir... Ja, hier haben wir jetzt eigentlich... Boah, bin ich doof. Ein Point of No Return. So, probieren wir das Ganze doch nochmal. Mein großes Problem ist immer, ich habe immer irgendwie das Gefühl, dass, ja, dass ich noch so... Oh, fucking hell. Nein, ich glaube, jetzt kann ich mich direkt wieder umbringen. Das war dumm. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, ich werde von Spieldurchgang zu Spieldurchgang schlechter. So, und jetzt möchte ich aber wenigstens diese Münzen hier... einsammeln können, wenn ich die anderen schon nicht bekomme. So, genau, auf dich habe ich gewartet und jetzt kann ich hier zurück und jetzt haben wir das alles eingesammelt. Ja, ihr seht also, dass hier sind tatsächlich Points of No Return, weil wir ohne den Jetpot zumindest keine Chance haben, hier wieder zurückzukommen. Und ich brauche unbedingt den Stierpot, um hier überhaupt irgendwas zu reißen, was ich reißen will. Also darf ich mich nochmal umbringen. Hurra! Also ich habe ja so allmählich das Gefühl, als könnten wir dann nachher diese ganzen... Leben doch noch gebrauchen. Zumindest, wenn ich mich weiterhin so anstelle, wie ich es aktuell tue. Ja. Ist aber ganz gut, dass ich den Jetpot am Anfang nicht behalten hatte. Das hätte mich, glaube ich, noch mehr geärgert. So, hier kommen wir rüber. Dankeschön. Den können wir besiegen. Und eigentlich müsste ich jetzt zumindest das schaffen, was ich schon die ganze Zeit schaffen will. Und hier hochkommen. Hallo? Dankeschön. So. Da haben wir noch ein bisschen den Sternenhimmel. Ich finde das immer sehr, sehr schön. Also das hat wieder sowas etwas Traumartiges und sowas Belohnendes. Und das hier ist ja auch durchaus ein Areal, das uns dafür belohnen soll, dass wir es hier mit dem Stierpot überhaupt hingeschafft haben. Okay, so schwer ist es eigentlich nicht, aber... Naja, manchmal kommt es einem so vor. Hier sehen wir also, unser letzter Schatz erwartet uns hinter eben jener Skelettschlüsseltür. Oder Skeletttür, keine Ahnung. So, mal gucken, was finden wir denn hier? Den Drachenpott. Können wir, glaube ich, erstmal benutzen, um da oben die Blöcke wegzumachen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass in relativ vielen Mario-Spielen diese, ja, vier Raum- oder vier Wege-Struktur vorkommt. Also in Yoshi's Island kommt das beispielsweise dann auch noch vor und so. Und irgendwie, ja, kommt mir das immer sehr, sehr bekannt vor. So von der ganzen Struktur her. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich... Will ich den stehlen wieder? Keine Ahnung, ich muss erstmal kurz weg. Moment. Ja, erstmal eine Münze durch die Gegend werfen, um sie wieder einzusammeln. Hat doch immer was. Nee. Also wie gesagt, das gibt es dann doch relativ oft. Und ich muss jetzt einmal kurz gucken. Das hat mich jetzt gerade voll aus dem Konzept gebracht. Hier oben finden wir den Schlüssel. Genau, das heißt,
Ja, ich kann mir gleich erstmal wieder den Schlierpott holen, weil wie gesagt, den Drachenpott mag ich einfach nicht ganz so sehr, weil man dadurch keine Münzen bekommt und so. Und wir kriegen noch einen wunderschönen Diamantring, den Wario an den Finger seiner Geliebten stecken kann. Also kann er den wahrscheinlich um irgendeinen riesigen Goldklumpen packen oder so. Keine Ahnung. Ja, und damit haben wir sämtliche Schätze gefunden und ja, wie gesagt, die sind jetzt nicht super mega heftig versteckt, sodass man überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und was man überhaupt machen soll. Und ich überlege gerade, ob das hier... Ja, nee, es ist jetzt nicht das einzige Level, in dem es bodenlose Schluchten gibt, aber ich finde irgendwie, weiß nicht, ist das hier für mich immer das bodenlose Level, weil irgendwie hier die beiden größten Schluchten überhaupt vorhanden sind. Meine Güte, könnt ihr auch mal aufhören? 4 Stück von denen. Aber ja, ansonsten ist das Leveldesign hier so ein bisschen flach, könnte man sagen, bisher gewesen. Und das hier erinnert mich immer irgendwie an Varios Schloss aus Mario Land 2. Keine Ahnung, das hat mich immer schon daran erinnert, mit dieser ganzen Lava und so weiter und diesen, ja, diesen Skelett oder Schädel. Oh, da oben ist tatsächlich Decke. Dann weiß ich nicht genau, wie die hier durchgehen. So, und hier müssen wir einmal Rippen drillern. Das geht mit dem Stierpott relativ gut, weil wie gesagt, der hat ja ein bisschen mehr Reichweite mit dem Angriff. Und das ist dann immer sehr schön, deswegen finde ich es gut, dass wir den gerade haben. Das geht natürlich auch durch einen normalen Sprung und so. Aber ja, da ist ein riesiger Schalter, den man wahrscheinlich nicht drücken soll. Aktivieren wir ihn einfach mal. Ich habe immerhin noch ein bisschen unsere Reichtümer vergrößert und ich denke, das Level hat uns auch genug Probleme gegeben, um uns jetzt am Ende so ein bisschen dafür zu entschädigen. Zumindest in meinen Augen. Und ja, meine Westen. Ich finde es einfach genial, wie das hier gemacht ist, dass also anstatt von so einem Totenkopf fällt, dass hier, ja, das ganze Level eigentlich der Totenkopf ist sozusagen und wir uns direkt in ihn hineinbegeben. Und ja, das werden wir meine Besten tun in der nächsten und letzten Folge von Wario Land, Super Mario Land 3. In dem Sinne, ich bin Marc, ich hoffe sehr, diese Folge hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.